greift den an, du greifst den an. Immer auf dich. So, einfach volle Breitseite und dann passt das schon. So, nächste Runde ist kaputt. Oder auch nicht, weil er zweimal abgewehrt hat. So. Das ist ein Magier. Also ein Diebes-Menschen-Magier. Wie Talan das ja auch ist. Aber er will nicht wirklich zaubern. Er nähert sich irgendwie dem Nahkampf. So, du brauchst einen Heiltrank. Warte mal, du kannst mal so einen Spruch sprechen. Was haben wir denn da? Himmlische Rüstung, Wasserabwendung, Schattenumhang. Wodurch euch der nächste Angriff eines Feindes in dieser Runde verfehlt. Was haben wir hier? Widerstand gegen dunkle Magie. Nö, ich nehme doch mal das, dass wir nicht getroffen werden. Warum darf jetzt Tirik auch nicht mehr? Warum Tirik wirkt Schattenumhang? Ich habe doch sie ausgewählt. Oder? Bin verwirrt. Müssen wir sie demnächst mal testen. So, skrupelloser Zauber. Du, hau. 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 Nee. Nicht noch ein Mana-Trank für sie. Die anderen beiden verzwieseln sich. So. Ah, wo seid ihr? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Karte gerade nicht aktuell ist. Genau, die kommt von hinten rum. Elite Räuber. Hau. 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 Der andere kommt jetzt... Die schleichen echt immer um diesen Stein rum. Das ist interessant. Weil ich weiß auch nicht, ob die Gegner wirklich Boni bekommen, wenn sie von der Seite oder von hinten angreifen. Was aber Sinn machen würde. Und wenn, dann wäre das um den Stein rumschleichen sogar richtig sinnvoll. Und da ist ein Schatten. Ja. Der greift uns gleich von hinten an. Haben wir das okay, weil sein Kumpel tot ist. So. Hauen. 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 Eine Runde. Setzt mal aus. Nicht Mürrum. Okay, Mürrum trinkt einen Trank. Hoffen wir, dass wir von ihm noch einen Trank bekommen, dann ist gut. So. Kaputt. Und einen Trank zurück. Sehr schön. Das müsste es jetzt aber gewesen sein. Hinten ist noch eine Spinne. Erstmal schlafen. Wegen Mana und so. Dann ziehst du bitte neues Schild an, auch wenn das nicht so... Das ist nicht identifiziert, nein. Ja. Gibt es eine Zwischenstufe zwischen heil und zerstört? Also zwischen nichts und rot? So weiß und gelb wären vielleicht noch ganz schick. Spinne. Spinne. Eine Spinne. Eine ganz normale Riesenspinne. So. Nächste Spinne. Aber wo ist das Diebeslager? Da ist so ein Drachenschrein, den wir eventuell aus Versehen wieder plündern könnten. Jetzt stehen wir gerade im Beruf. Na gut, so. Mit einem Nahkampf machen wir ihn mehr Schaden. So, du, komm her. Oh, das da wird der Eingang sein. So, aber erstmal hier gucken.
Space öffnen. Bewusstsein. Bewirkbar Benutzung einmaliges aber Bewusstsein. Weckt das anvisierte schlafende Gruppenmitglied auf. Sehr schön und praktisch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein neues Schild. So, und hier wird der Eingang sein zum Dingens. Okay. Ich gucke mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Im Gestrüpp versteckt vielleicht. Und sowas macht auch immer Spaß, Schätze zu suchen. Und tada! Haben wir was. Lebenstrank und Gold, wobei die Lebenstränke wesentlich wichtiger sind. Oh. Gefahr. Ich sehe nicht so wirklich viel. Nun, jetzt muss auf der anderen Seite von dem Dingens hier sein. Warum habe ich mich gerade runterbewegt? Aha, das ist verbuddelt gewesen. Lehrlingskristallkugel. Also ja, wenn man mal nicht besonders viel Gold hat, sollte man sich auf jeden Fall in der Umgebung umgucken. Hier scheint es überall so kleine Verstecke zu geben. Und was war mit dem Stein hier? Da ist eine Flasche drin. Ja, wenn ich Leertaste drücke, blinkt nur alles einmal auf, aber nichts passiert. Und hier können wir auch noch buddeln. Ein Stammesstab. Da waren wir schon. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken doch mal da rein. Zing. Gibt es dieses Mal ein kleines Intro oder bist du wieder ein extra Dungeon? Wir haben immer noch nicht den Thieves' Den gefunden. Cave. Oh, hallo Zyklop. Dich kennen wir doch. Greifen wir nicht an, bevor wir verwirrt werden. Aggro ziehen. Hauen. Hauen. Buffen. Jautsch. Okay. Diesmal keine Aggro ziehen, sondern wegschubsen. Und verbrennen. Hauen. 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 Verbrennen. Sie kriegt echt einen Mana-Trank. Sie kriegt keinen Heiltrank, weil sie hält bestimmt noch einen Treffer aus. Treffer machen ja meistens so 20 Schaden bei 2 bis 3 Charakteren. Oh ne, eigentlich immer 3, ne? Ja, so oder so, sie hält noch mindestens einen Schlag aus. Und jetzt crittet er oder so. Ne, 49 reicht auch vollkommen. Also du... Feuerball. Faust, Faust, Faust. So, jetzt brauchst du einen Heiltrank. Und sie braucht auch einen Heiltrank. Und ihr beiden noch nicht. Ich sehe da schon eine Truhe. Sehr schön. Faust. 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 3 Runden schätze ich noch. Tirik ist bei 45, das reicht. Er braucht einen Trank. Den können wir da hinziehen. So. Du brauchst einen Trank. Du bist bei 24 und es kann... Naja, macht nur 20 Schaden, Max. Jo, dann kannst du auch nochmal ohne Heiltrank auskommen. Feuer. Down, down, down. Nein. Danke. Wow. Das war sehr knapp bemessen. Du, Heiltrank. Tirk ist bei 25. Das hältst du aus. Aha, kaputt. Sehr schön. Ganz viele Erfahrungspunkte. Kein Loot. Dafür wartet der in der Kiste. Und ich will jetzt erstmal kurz schlafen. Und dann die Nachtsicht anmachen. Die auch hier nicht funktioniert. Bin verwirrt. Das hat schon mal funktioniert. Da wurde alles so schön blau und sah interessant aus und so. Okay, dann Wackelschein. Das funktioniert. Warum machst du so komische Geräusche, Talana? So, Kiste Nummer 1. Eine junge Kristallkugel. Höheren Crit-Chance bei Magiezaubern. Mhm. Alles blinder.
Und eine improvisierte Armbrust, die noch identifiziert werden muss. Und 1000 Gold. Wir haben gleich 5000 Gold. Und wir haben nichts, was wir kaufen können. Das ist ein wenig schade. Also nicht so viel. Wir könnten noch ein paar Zaubersprüche holen. Aber mit dem, was wir haben, kommen wir eigentlich ganz gut klar. So, raus hier. Und dann müssen wir uns weiter umgucken. Also es ist komisch, dass wir nicht direkt aufs Diebeslager stoßen. Aber es ist schön. Weil normalerweise ist es ja so, dass es fast eine Straße gibt, die dann genau dahin führt, wo man hingehen soll, damit man ja nicht das verpasst und ja nicht Zeit damit verschwendet, die Umgebung kennenzulernen. Aber hier haben wir jetzt schon zwei Dungeons gefunden. Oder zwei Gebiete gefunden, die wir gar nicht wirklich brauchten. Nee, sogar drei, oder? Das Ding da hinten. Mit dem Rätsel, mit den Fackeln. Das Ding hier mit dem Zyklopen. Und die Bank hinten. Ja, sehr schön. Oh, Kiste. Oh, Falle. So, was haben wir da? Ein Räuber. Eine Miliz. Keine Elite-Sachen dabei. Gut, 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 gut. Und sofort auf die Mädels. Na komm, tot. Waffe-Defekt. Und davon haben wir auch nichts. Ja. Okay, du machst ohne Waffe 18 Schaden. Das ist irgendwie bedrohlich. Und warum wird hinter uns noch ein Gegner angezeigt? Was? Ja. Ich drehe mich mal kurz. Da soll ein Gegner sein. Könnte ein Bug sein. Oder ist einfach einer dahinter, der gerade versucht, uns zu flankieren. Au, au, au. Aha, da war jemand hinter, doch. Und sogar eine Elite, okay. Ich will nichts gesagt haben. Wenn, au, wenn. Yeah. Eintragen. Kaputt. Ist weg. Ah, für den Bogenschützen suchst du aber ganz schön den Nahkampf. Feuer. Au. 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 Kannst nicht mehr wegschubsen. Okay, dann hau. 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 Und dann müsste kurz sein. So, was war jetzt in der Kiste? Feuerbeidens Lehrlingsstirnband und ein neues Schild. Trick. Deine Axt ist auch kaputt. Das geht ganz schön schnell. Und das, obwohl sie magisch war. Also du nimm mal die ganz normale Keule. Ist die einhändig? Benötigt Mindeststufe Anfänger an Streitkolben. Ja, ich glaube, die ist einhändig. Du kannst dafür mal... Einrüstungswert. Einrüstungswert. Das hätten sie auch anders machen können. Dass die Helme wenigstens mehr Rüstungswert haben als die Kronen oder Tiaras. Und dafür dann irgendwelche höheren Verzauberungen drauf haben oder so in der Richtung. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ein Helm genauso viel schützt wie das Ding da. Aber ja. Du hast einen Helm, du hast keinen Helm. Was fehlt noch? Also du hast eine Waffe. Du hast kein Schild. Wir haben auch kein Schild über. Genau, das Kristallkugeldingens. Das hier macht nur 10% Crit und 2 bis 3. Und du machst 12% Crit und 4 bis 5. Fertig. So. Ich glaube, damit haben wir jetzt diese kleine Halbinsel hier abgedeckt. Kein Banditenlager gefunden. Komisch, komisch. Aber ja, macht Sinn. Banditenlager ist halt gut versteckt. Hier vorne war der andere Dungeon. Und hier sind schon einmal rumgelaufen. Nö, okay. Dann speichere ich jetzt gleich erstmal ab. In der nächsten Folge suchen wir... Hier... Warte mal. Da war der Zyklop.
da war die Bank. Nee, gar nicht. Oh, mir fällt jetzt erst auf, die Karte ist gar nicht scrollbar. Und man sieht immer nur einen Teil der Karte. Kann ich die Karte irgendwie bewegen? Nee, nur wenn ich mich bewege. Ja. Also die Karte ist noch größer, als ich dachte, von diesem Gebiet. Und das da ist die Rätselhöhle, das da ist die Bank. Und was ist hier? Moment mal. Warum kann ich da weitergehen? Hier ist gar nichts. Sehr komisch. Also es ist eine eingestürzte Brücke, aber... Na gut, Karte. Also, Rätselhöhle, Bank, Zyklopenhöhle, zweite Zyklopenhöhle. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir nochmal hier hochgehen, hier einmal an der Wand lang gucken, ob da noch irgendwas ist, also Schätze oder Eingang. Und danach hier lang, wobei hier hinten irgendwo, wenn man die Karte weiter vorstellen würde, dann hier hinten die Banshees auftauchen würde. Und ich glaube nicht so wirklich, dass Banditen mit Untoten was am Hut haben. Passt nicht ganz so gut. Aber ja, wir sehen uns gleich wieder.